Heute sind wir zu Gast in der 5 Plus Art Gallery bei Herrn Sarrouche auf Einladung von Iliana Dobovan. Das ist jetzt eine Folgeveranstaltung, nachdem wir zu Gast waren in der Produzentengalerie Schleifmühlgasse 12 bis 14 bei der Denise Barisek. Dort gab es ein erstes Künstlergespräch, das heute eben fortgesetzt werden wird. Und dieses erste Künstlergespräch in der Produzentengalerie in der Schleifmühlgasse wurde angeregt durch die Ausstellung Mapping Bucharest während der Vienna Biennale im MAC, wo einige Positionen rumänischer Kunst dargestellt wurden. Und wir haben uns gefragt, wie rumänische Künstlerinnen und Künstler, die hier in Österreich leben, und Kuratorinnen und Kuratoren, die hier leben. Abende wie diese sind besonders wichtig, weil die Zusammenarbeit Künstler verschiedener Nationalitäten in unserer heutigen Zeit eine besondere Priorität bekommen hat. Und wie ich gerade in Berlin gesehen habe, ist die rumänische Kunst aus der zeitgenössischen Kunstwelt nicht mehr wegzudenken, und es wird in Rumänien die Kunst anders rezipiert als im westlichen Europa. Und das ist ein großer Vorteil der rumänischen Kunstszene. Particip la o discuție despre relațiile româno-austriece asupra artei contemporane românești. I studied here at the University of Applied Arts Vienna. I'm a curator, and I am very delighted to have been invited here. I've also been part of events in Schleifmühlgasse and recently also here. La ziua de astăzi, în care toate țările încearcă cumva să se închidă în interiorul granițelor, discuțiile sunt binevenite. Să discutăm, să invităm artiști, să facem un schimb și în felul ăsta să dinamizăm puțin ideile și, eu știu, și poate chiar și piața artistică. Sehr, jede seine Meinung zu sagen. Es gibt nicht nur ein über die Wichtigkeit dieses Austausches zwischen Rumänien und Österreich im Bereich der zeitgenössischen bzw. aktuellen Kunst. Ich kenne eigentlich mehr die Aktivität der Schleifmühlgasse, wo ich regelmäßig gehe, sozusagen. Künstlerinnen und Künstler aus beiden Ländern, weil es eine bilaterale Gesellschaft ist, zusammenzubringen bei verschiedenen Projekten. Und macht ein sehr ambitioniertes Programm und nicht nur, wie man in den letzten Malen gesehen hat, von rumänischen Künstlerinnen und Künstlern. Ich glaube, mittlerweile gibt es auch rumänische Kuratorinnen, die mit uns zusammenarbeiten, wie Anna Sultana oder Christina Bogdan. Und Christina Cojano hat auch im Juli bei uns eine Ausstellung. Ich möchte es auch nicht auf Nationalitäten beschränken, nur ich glaube, dass in Europa, wie die Künstler uns das vorstellen, es sehr wichtig ist, grenzenübergreifend zusammenzuarbeiten. Ich habe Malerei in Wien studiert, Malerei und Philosophie in Wien studiert. Dann habe ich in London wieder Malerei studiert und auch ein Doktorstudium dort gemacht bei Project. Das heißt, ich bin, glaube ich, 97 nach Wien gekommen, und das bedeutet, dass ich mittlerweile länger außerhalb Rumäniens gelebt habe als in Rumänien. Die Künstler, mit denen wir bisher in Rumänien waren, waren, auch wenn sie vorher große Vorurteile hatten, die alle Klischees bedienten, waren sie nachher geläutert.